Schaut euch mal diese Pilze hier an. Unfassbar große Samtfußrüblinge. Die sind allerdings, haben die schon mal Trockenschäden gehabt? Schaut euch das doch mal an. Ich habe noch, glaube ich, noch nie so einen riesigen Samtfußrübling gefunden. Das ist wirklich verrückt. Das muss ich mal näher anschauen. Die sind natürlich gefroren. Aber also, das ist wirklich der größte Samtfußrübling, den ich jemals gefunden habe, glaube ich. So groß können die werden. Hier am Rand seht ihr schon, dass sie mal Trockenschäden hatten. Jetzt sind sie gefroren. Ist auch eine Eisplatte obendrauf. Aber Wahnsinn. Hier sind noch andere. Aber die sind alle so groß. Die sind alle relativ groß. Man sieht noch schön den samtigen Fuß und die typischen Merkmale des Samtfußrüblings. Schöner Fund. Hier ist so viel Totholz oder zersägte, eine alte zersägte Buche. Und hier habe ich gerade gesehen, wachsen Austernseitlinge raus. Aber es hat wohl schon ein Tier dran gefressen. Ja, es sind ein paar. Hier ist wirklich echt alles gefroren. Das, hier sind auch welche drunter. Aber keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Ist so ein bisschen ein Abhang, aber die Tiere, die sollen ja auch was haben. Gefrorene Austernseitlinge. Was haben wir hier? Schmetterlingstrameten. Es hat sogar ein bisschen geschneit vorher. Muss ja ein bisschen aufpassen. Es ist so abschüssig hier. Huch.
überall liegen diese Überreste dieser riesigen Buche. Schaut mal hier. Die sind jetzt gerade nicht mehr dazugekommen zu wachsen. Aber vielleicht wachsen sie noch mal, wenn es ein bisschen auftaut. Hier sind noch ganz kleine, die kommen. Die können sicherlich noch mal weiter wachsen. Ein bisschen schauen, was es hier noch so gibt. Hier sind ein Haufen Tierspuren, wahrscheinlich vom Fuchs. Und es sieht so aus, als ob er sich hier ein Stück abgebissen hätte. Hier sind noch richtig schöne tiefgefrorene Austernseitlinge, aber die würde ich jetzt nicht sammeln, wenn da der Fuchs dran war. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da zu übervorsichtig, aber nö. Aber richtig schöne Austernseitlinge, vom Schnee bedeckt. Wie ist es denn bei euch gerade so? Auch so kalt und gefroren? Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Hier haben wir noch ein paar alte Trameten, aber richtig schön hier an diesem Ast. Wahrscheinlich die rötende Tramete oder rötender Blätterwirling nennt man sie auch. Ja, die sind schon alt. Man sieht, dass sie sind unten schon ganz dunkel. Ich vermute mal, dass das vielleicht die rötende Tramete sein könnte. Aber richtig schön hier so an dem Ast, der ganze Stamm voll. Das muss ich euch jetzt hier mal zeigen. Das hier ist so ein Myzelfaden. Oder hier sieht man es noch besser. An diesem dünnen Baum hier. Die Hyphen. Oder auch Pilzfäden genannt. Vom Samtfußrübling. Ich zeige euch das gleich mal. Man sieht es hier richtig, wie sich die Rinde ablöst. Hier sieht man auch kleine Samtfußrüblinge. Die gesamten Pilzfäden oder Hyphen, die man hier einzeln sieht, nennt man ja auch Myzel. Hier sieht man es richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also das ist echt krass, wie dieser Pilz hier das Myzel des Samtfußrüblings die Rinde so langsam absprengt. Auch mal interessant zu sehen, das löst sich hier irgendwann komplett und darunter kommen die Samtfußrüblinge raus. Auch mal schön zu sehen. Hier ist schon alles abgegangen und man sieht hier so richtig winzige, kleine Samtfußrüblinge, die Fruchtkörper quasi, die das Myzel dann ausbildet und die man dann erntet. Aber hier drunter seht ihr, wie gesagt, das Myzel, die Hyphen. Das Wort Hyphen kommt übrigens aus dem Griechischen. Das heißt so viel wie Gewebe, was ja auch hier, wenn man da mal hinschaut, ganz gut zu sehen ist. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage.
Hier, genauso. Schaut euch das an. Tiefkühlpilze. Und nicht aus der Theke, sondern frisch aus dem Wald. Das sind sogar welche, die kann man hier durchaus sammeln. Die sehen ganz gut aus. Schaut mal, die sind noch richtig schön hell. Und es macht ja auch nichts. Mal gucken, ob wir sie wegkriegen. Dann kann man so richtig am Stück ernten. Ha, schön. Schöne gefrorene Sandfußrüblinge. Wenn man die nachher gleich in die Pfanne haut, dann die werden nicht mal auftauen wahrscheinlich. Können wir uns doch noch ein paar mitnehmen. Und hier haben wir noch mehr gefunden. Schöne Tiefkühl-Samtis. Für die hier, für die sind wir ein bisschen zu spät. Gefrorene Austernseitlinge. Ja, und hier unten, die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Hier ist noch ein kleiner Stielporling da unten. Schönes Totholz hier. So, liebe Freunde, das soll es auch schon gewesen sein. Heute eine kleine Runde. Es ist viel zu kalt und jetzt wird es sogar schon dunkel. Aber ich wollte euch einfach ein Stück mitnehmen auf unserer Wanderung hier durch dieses schöne Tal. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Thank you.